Gleich schwimmen gehen? Erkennen! Hey! Ja, ich weiß, der letzte Pokémon-Teil ist schon eine Weile her. Aber ich habe euch nicht vergessen. Ich habe den Wunsch nach Geld. Ihr habt den Wunsch nach Pokémon. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr Pokémon Teil 3 wollt. Nur leider ist es mir absolut egal und wir spielen das neue Pokémon. Ich heiße dich willkommen. Menschen nennen mich... Chat, hilf mir mal bitte ganz kurz. Asshole, Asois, Arschus. Du wirst dich alsbald in einer fremden Welt wiederfinden. Begegne allen Pokémon. Ist dies getan, so will ich mich dir erneut zeigen. Was heißt hier erneut? Ich habe dich literally noch nicht gesehen. Oh, she fucking dead. Geil, ein Smartphone. Nein! Nein! Wie soll ich jetzt TikTok gucken? Scheiße! Twitter, Instagram. Nein! Mein Mobiltelefon! Mein Kind, sag, was ist dies für ein ranziges Stück Kacke? Hier, das neue iPhone Pro Max mit Super Retina XDR Promotion 6,7 Zoll Allscreen OLED Display. Danke, Steve Jobs! Kein Ding für den King. Doch bevor du gehst, habe ich noch eine Frage an dich. Wusstest du, dass 53,2% der Zuschauer diesen Kanal nicht abonniert haben? Da frage ich mich doch, was soll der Scheiß? Abonniert jetzt verdammt nochmal. Cool. Wach auf! Lebst du noch? Barely. Bro, wer bist du? Jo, ich schau mich auch gerade nach der Grafik um, Girl. Bin ich erschrocken, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist? Ein Glück, dass du noch lebst! Das wäre sonst die dritte Leiche diese Woche gewesen und ich habe echt keinen Bock, mir die sauber zu machen. Wer sind sie? My word, das wollte ich dich gerade fragen. Oh yes, Anglizismen King! Du siehst ziemlich verloren aus. Weißt du denn wenigstens, wo du hin willst? Bro, ich habe gar keinen Plan. Bautz! Feuri! Otata! Warum lauft ihr nur ständig davon? Soll ich die ganze Zeit einfach jetzt ab jetzt einen amerikanischen Akzent machen? Bitte hilf mir, die Dra einzufangen. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Bruh. Ich renne einfach diesem absolut ominösen Kreis hinterher. Perfekt. Mein Handy! Etwas leuchtet und gibt Töne von sich. Du wurdest gehackt. Begegne ein Pokémon. Okay, I guess. Ah, meine Freundin aus dem Himmel. Du hilfst mir doch, oder? Ich habe bereits unzählige Pokémon geworfen, um Pokémon zu fangen. Pokebälle geworfen? Oh, I'm sorry. I'm so sorry, my lady. Hier hast du ein paar Pokebälle. Die musst du werfen, um Pokémon zu fangen. 50? Me too, bestie. Dein Umgang mit Pokémon hat mich ganz schön beeindruckt. Es kommt mir so vor, als gäbe es einen bestimmten Grund für deine Shine hier. Folgst du mir auf Twitter? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich möchte dir etwas erzählen. Mein Traum ist es, den ersten... Mein Traum ist es, den ersten Pokédex für die Region zu vervollständigen. Was sagst du dazu? Wollen wir uns zusammenschließen? Sure. Ich weiß zwar nicht, wer du bist und wo du herkommst, aber wenn du mir dabei hilfst, den Pokédex zu vervollständigen, bist du mir mehr als willkommen. Ich kriege über Halsschmerzen von der Stimme, ich glaube, ich höre jetzt auf. Excellent. Dann lass uns erstmal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Um Pokémon richtig registrieren zu können, müssen sie gefangen werden. Und Pokébälle wurden erst kürzlich entwickelt, da es gibt es nicht viele Leute, die genug mit ihnen umgehen können. Oh, jetzt hätte ich fast etwas vergessen. Ich muss noch schnell Bericht darüber erstatten, dass wir die entlaufenden Pokémon erfolgreich wieder eingefangen haben. Könntest du so lange im Speiselokal auf mich warten? Na klar, Bro. Eine mysteriöse Kraft weist dir den Weg zum Zielort. Geil, Alter! Google Maps! Oh oh. Hm, dich habe ich noch nie hier gesehen. Dieses Lokal ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Los, verschwinde jetzt! The
woman was too stunned to speak. Same girl. Was bist du denn für eine? Und was für seltsame Gewänder du trägst? Mit diesem dünnen Stoff bist du erledigt, wenn du vom Pokémon angegriffen wirst. Letztens wurde erst einer zerfleischt, das war echt witzig. Mina wird dir hinsetzen helfen. Okay, ja, yeah, I guess. Ich kann nicht mal reden, ich kann nicht mal vorlesen. Aber klar, ich werde die Welt retten, kein Ding. Wie bitte? Wollen Sie dieses Mädchen etwa in den Forschungstrip aufnehmen? Ein Mädchen? Eine Frau? Mit Titten und so? Wir können doch nicht einfach jede dahergelaufene Gestalt anwerben. Ich gestatte es. You just got slayed. Oh, Girlboss? Ich bin Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps der Galaktik-Expedition. Ich habe von Professor Larven gehört, wie du die entlaufenden Pokémon wieder eingefangen hast. Nun will er, dass du uns deine Fähigkeiten zur Verfügung stellst, während wir dir im Gegenzug Unterschlupf und Verpflegung bieten. Du scheinst mir um die 15 Jahre alt zu sein. Ich bin minderjährig. Uff. Wie eine Erwachsene? Kinderarbeit ist das, da wo ich herkomme. Aus der Zukunft. Du solltest wissen, dass wir eine Fremde wie dich nicht einfach so einstellen. Morgen wartet eine Prüfung auf dich. Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag, Kommandantin. Möchten Sie nicht mit uns essen? Ich verzichte. Beim Essen ziehe ich es vor, ungestört zu sein. Slade. Professor Larven, wo haben Sie diese Fremde überhaupt aufgetrieben? Kannst du bitte aufhören? Ich sitze direkt vor dir. Das ist so, wie wenn Leute in der dritten Person über mich in meinen Kommentaren sprechen. Wer ist sie? Das ist die Freundin von Henno. Ich kann das lesen. Nun, sie ist aus dem Loch im Himmel gefallen. Du weißt schon, dieser Riss im Raumzeitgefüge. Casual. Hier ist es gelungen, drei Pokémon einzufangen. Hörst du? Ganze drei Pokémon hintereinander. That's incredible. Einfach unglaublich. Ich, wenn in meinem Englisch-Diktat keine Fehler sind. Mit ihrer Gabe können wir endlich unsere Untersuchung starten. Drei Pokémon? Das ist mehr als zwei. Krass, alles ist einfach Nacht geworden. Guckt euch das an. Raytracing. Mina war dein Name. Heute kannst du in unserem Quartier schlafen. Aber morgen nicht. Dann landest du auf der Straße. Oh! You just got slayed. So, meine Freundin aus dem Himmel, ich hoffe, du fällst nicht auch noch aus deinem Bett. Da habe ich herzhaft lachen müssen schon wieder. Scherz beiseite, ich wünsche eine gute Nachtruhe. Ruh dich gut aus. Fick dich. Na dann mal Nachti-Nachti-Schachti. Am nächsten Tag. Geht zum Galaktik-Hauptsitz? Okay, alles klar. Das ist der Galaktik-Hauptsitz. Ziemlich imposant, oder? Halte durch! Was ist passiert? Ich wurde von wilden Pokémon angegriffen. Das kommt davon, dass du so weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland ein Bidizar, ein Staralili und ein Shinux fangen. Drei Pokémon auf einmal? Das ist bisher noch niemandem gelungen. Hat sie nicht gestern drei Pokémon gefangen? Period. Mina muss diese Prüfung bestehen. Deswegen will ich als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Ja! Nein! Nein! Ja! Oh. Es wird Zeit. Zum Obsidian-Grasland geht es durch das Tor links vom Hauptsitz. Was für eine sonderbare Erscheinung. Du hast mein Interesse geweckt. Wie wäre es in einem Kampf, um die Stärke unserer Pokémon zu prüfen? I guess? Du gefällst mir immer besser. Jemanden wie dich trifft man nicht alle Tage. Bitte nimm mich. Ich meine, ja, lass uns kämpfen. This is really embarrassing. Okay, let's go. Togepi! Oh. Es ist immer ein Spaß, Pokémon gegeneinander kämpfen zu lassen. Dadurch wachsen sie über sich hinaus, lernen neue Attacken und werden noch stärker. Dabei auf zum Obsidian-Grasland. Zur Erinnerung, deine Prüfung besteht darin, Pokémon drei verschiedene Arten zu fangen. Ein Bidizar, ein Staralili und ein Shinux. Okay, let's go. She's pogging right now. Hä? Du hast dein Bidizar gefangen und fehlen nur noch zwei Pokémon. Lass uns weitermachen. Wieso guckst du so, wie du guckst? Als nächstes brauchst du ein Sarali. Diese Pokémon ergreifen immer sofort die Flucht. What the fuck? Lol. Oh, damit wäre auch ein Sarali gefangen. Vielleicht hast du wirklich Talent. Da ist ein Shinux. Bitch!
Es besteht kein Zweifel, du hast alle drei Pokémon gefangen. Damit hast du die Prüfung bestanden. Hey! Wonderful! Natürlich hatte ich schon genau prognostiziert, dass du die Prüfung bestehen würdest. Es sieht so aus, als wärst du den qualvollen Tod in der Wildnis wohl noch entronnen. Meine Glückwünsche, dankeschön. Hier für dich, die Uniform des Forschungstrupps. Ja, yes, Forschungsschuhe, keine Sandalen mehr. Zieh dir deine Forschungsuniform und deine Forschungsschuhe an. Alter, man kann ja richtig drippen in diesem Game. I like it. Du trägst nun die Uniform des Forschungstrupps. Süß. Ist die Front literally das, was ich vorhin meinte? Leute, die in der dritten Person im Chat über mich reden, ja, bin ich. Okay, bye. Ich will shoppen gehen. Rollter Dutt? Mhm, geflochten. That's cultural appropriation. Alter, dripping out of my mind right now. Oh, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ich hatte ja schon letztens erklärt, dass Pokémon über mysteriöse Fähigkeiten verfügen, sich selbst schrumpfen zu können. Der Pokéball nutzt dies aus und erlaubt es uns, sie damit einzufangen. Die so gefangenen Pokémon registrieren wir dann im Pokédex. Apropos Pokédex, hier ist deiner. Thank you. Ein Buch? Zur Vervollständigung des Pokédex musst du bestimmte Pokédex-Aufgaben erfüllen. Wie der Name vermuten lässt, findest du diese Aufgaben in deinem Pokédex. Wow, wer hätte da... Ja. An dieser Stelle habe ich dir noch etwas Wichtiges beizubringen, Mina. Sieh gut her und ahme meine Bewegung nach. Eins, zwei und... Jetzt erstmal hier zu meinem Bro. Na, was geht? In dieser Gegend gibt es ein Pokémon namens Barmelin. Okay. Genau wie Shinyx hat es eine aggressive Veranlagung und greift sofort an. Sei auf der Hut. Wenn du fangen willst, musst du gegen es kämpfen. Okay. Oh, it's so cute though. Übrigens gibt es eine Pokédex-Aufgabe, für die man es dabei beobachten muss, wie es eine bestimmte Attacke einsetzt. Das bedeutet, dass du diese Attacke im Kampf sehen musst. Kämpfen ist hier also doppelt wichtig. So, und jetzt versuche ich es zu fangen. Aha! Habe ich genug Aufgaben erfüllt, oder? Das reicht wohl noch nicht. Um deinen Mitgliedsrang zu erhöhen, musst du noch ein paar Pokédex-Aufgaben erfüllen. Motherfucker, nein! Oh, lol. Fuck, das ist ein Galopper, Alter. Oh, das sieht gar nicht glücklich aus. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Das ist voll cool. Welches Level ist es, das Elite-Pokémon Galopper ist? Was? Ich habe nichts gesehen. Oh, setz Hypnose ein. Okay. Welches Level bist du, Bro? Oh mein Gott! Du hast nichts gesehen. Du hast fleißig Pokédex-Aufgaben erfüllt. Mit Sicherheit kannst du nun im Mitgliedsrang aufsteigen. Wonderful! Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Juhu! Am nächsten Tag. Dein Gesicht macht mir Angst. Ah, die Berühmtheit vom Forschungstrupp, das Mädchen, das vom Himmel gefallen ist. Bin a bitch, still a bitch. Schau mal, ich habe eine tolle Anleitung für einen Köder. Wenn eine Berühmtheit damit gesehen wird, werden sich auch andere darauf aufmerksam. Er will einfach gerade Influencer-Marketing machen. Ein schöner Post auf Instagram darüber, wie toll du unsere Köder findest und wir zahlen dir 10.000 Poké-Dollar. Deal? Da müsste ich dieses Video ja gar nicht zu Ende bringen, weil ich eh schon genug verdient habe. Joa. Slade. You just got slayed.